Servus ihr Lieben, wusstet ihr, dass das Rudern als effizienteste Art des Trainings zu Hause gilt? Erstaunliche 85% aller Muskelgruppen werden angesprochen. Und mit dem Scandicast Stärke 2 erhaltet ihr nicht nur ein besonders effizientes, sondern eben auch schickes Fitnessgerät. Schauen wir es uns mal genauer an. Das Stärke 2 wurde in Deutschland entwickelt und designt. Dabei gibt es zwei ganz bemerkenswerte Punkte. Erstens ist das Gerät sehr minimalistisch und naturnah gestaltet und besteht überwiegend aus massivem Eichenholz. Da ein Rudergerät recht groß ist und auch viel Platz in eurer Wohnung braucht, möchte ich auf jeden Fall keinen Plastikbomber in meinem Wohnzimmer haben und bin mit dieser Designentscheidung absolut glücklich. Zweitens wurde das Stärke 2 besonders ergonomisch und rudernah konzipiert. So bietet der Wasserwiderstand ein besonders natürliches Rudergefühl und auch die Füße stehen beim Rudern beckenbreit auseinander und dies ermöglicht halt ein sehr ergonomisches Führen des Gerätes. Das schont eure Gelenke und hierdurch kann das Training eben sogar auch bei Knieproblemen euch unterstützen. Das Scandica Stärke 2 wird in einer mittelgroßen und einer weiteren flachen Kiste geliefert. Die Pakete lassen sich ganz bequem von einer einzelnen Person tragen und der Aufbau basiert übrigens im Handumdrehen. Gut, ganz einfach wie gezeigt war es dann natürlich doch nicht, aber dank einer sehr ausführlichen Aufbauanleitung mit nützlichen Bildern und des nummerierten Teilebeutels hat der Aufbau bei mir nur 34 Minuten gedauert. Und der Aufbau ist auch für handwerklich Unbegabte schnell und einfach zu erledigen. Zum Befüllen habe ich dann die mitgelieferte Handpumpe benutzt. Dafür habe ich ungefähr 5 Minuten gebraucht. Wer es etwas einfacher mag, kann natürlich auch die mitgelieferte USB-Pumpe verwenden. Nach dem Befüllen solltet ihr dann noch eine der mitgelieferten Chlortabletten in den Tank geben und diesen Vorgang alle 12 Monate wiederholen. Dann braucht ihr auch nicht regelmäßig das Wasser auspumpen. Das Training mit dem Gerät macht mir auch nach 2 Monaten noch richtig Spaß. Zuerst war ich etwas skeptisch, was die Regulierung des Wasserwiderstandes angeht. Ich hatte jetzt keine Lust, jedes Mal, wenn ich ein anderes Trainingsniveau erzielen wollte, Wasser abzupumpen oder einzupumpen. Jedoch lässt sich dieser Trainingswiderstand nicht nur durch den Wasserstand regulieren, sondern auch durch eine gewisse Explosivität eurer Bewegung. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr klasse, denn so können meine Frau und auch ich das Gerät gemeinsam nutzen, ohne eben permanent pumpen zu müssen. Für alle Riesen unter euch vielleicht ein ganz interessanter Fakt, das Gerät hat eine Beinlänge von 1,20 Meter, beziehungsweise kann mit einer Beinlänge von 1,20 Meter verwendet werden. Und das Körpergewicht wird unterstützt bis 180 Kilo. Das Stärke 2 ist wirklich hochwertig verarbeitet und arbeitet auch extrem geräuscharm. Das Plätschern des Wassers im Tank ist eigentlich das einzige hörbare Geräusch und das finde ich auch sehr charmant, weil es erinnert halt einfach an das Rudern auf dem See. Bei mir war das früher auf dem Fluss der Saale. Durch die kontinuierliche Ruderbewegung und das angenehme Wassergeräusch ist das Training auch sehr meditativ und ich kriege dabei auch einfach wunderbar den Kopf leer. Wer jedoch im Gegensatz zu mir etwas mehr Entertainment bevorzugt, der kann sein Handy oder Tablet auch am integrierten Ständer ablegen und einen Film anschauen oder eben die KinoMap-App nutzen. Ein Jahr Probeabo habt ihr dabei und bei dieser werden eure Trainingsdaten genutzt, um die Bewegungsgeschwindigkeit mit einer Videotour zu synchronisieren. Dabei habt ihr eine Auswahl von Rudertouren auf der ganzen Welt und meine persönliche Lieblingstour ist dabei der Canale Grande in Venedig. Wenn ihr es ein bisschen sportlicher wollt, sind auch gemeinsame Wettkämpfe mit Bekannten möglich und dann könnt ihr eben eine Challenge starten. Über die Bluetooth-Sendeeinheit werden auch all eure Daten zur Trainingsanalyse übermittelt und diese könnt ihr dann in eine beliebige Fitness-App überführen, eine Kombination mit einem Herzfrequenzmesser, wie zum Beispiel der Fitbit Versa 3 oder ein Polar Fitness Cord, ist absolut gegeben. Was mir sehr, sehr gut gefällt, der Trainingseffekt des Stärke 2 ist immens und durch die vielen beteiligten Muskelgruppen kann man auch locker 750 Kilokalorien pro Stunde verbrauchen. Das habe ich bei mir nachgemessen. Wer sich mehr ins Zeug legt, schafft auch locker 1000 Kilokalorien pro Stunde. Und gleichzeitig könnt ihr auch noch einen hervorragenden Muskelaufbau erzielen. Denn wie gesagt, 85% eurer Muskeln werden angesprochen und dadurch habt ihr eben eine hervorragende Ganzkörperkräftigung, welche vor allen Dingen bei Knie- oder noch wichtiger bei Rückenproblemen extrem wertvoll ist. Und nach dem Training
könnt ihr dann das Rudergerät ganz einfach platzsparend nach oben klappen und mit den integrierten Rollen platzsparend in eine Ecke schieben. Den Wassertank müsst ihr dabei nicht leeren, denn der stabile Polycarbonat-Tank verhindert ein Auslaufen und schützt dadurch euren Boden. Das Scandica Sterke 2 Rudergerät überzeugt mit höchster Ergonomie, intensivem Training und einem extrem natürlichen Rudergefühl. Ich kann dieses Rudergerät für all diejenigen von euch empfehlen, die ein entspanntes Cardio-Training oder auch ein intensives Muskelaufbautraining suchen. Denn mit dem Sterke 2 ist tatsächlich beides möglich. Ich bin komplett begeistert und vergebe an das Gerät verdiente 5 Sterne. Hier oben habt ihr noch ein weiteres Video von uns. Da einfach mal draufschauen und direkt unten drunter die Abo-Glocke. Da bitte draufklicken, wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt. Ich bemühe mich, in Zukunft wieder in einen wöchentlichen Rhythmus zu gelangen. Ahoi!